Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ihr super easy diesen leckeren Cupcake malen könnt mit diesem tollen Sahnehäubchen. Ich nutze auch nur die Pinsel, die im Procreate schon dabei sind. Das heißt, ihr könnt direkt mit mir mitmalen. Und ich habe auch einen tollen Pinsel für euch vorbereitet. Den könnt ihr euch kostenfrei runterladen. Also bleibt bitte bis zum Schluss dran und viel Spaß mit dem Tutorial. So Leute, es geht los. Ich starte mit meiner obligatorischen Leinwand in der Bildschirmgröße. Und drop mir da jetzt schon mal eine schöne Hintergrundfarbe rein. Aus dieser Farbpalette, die habe ich euch übrigens in der Videobeschreibung gelinkt, könnt ihr euch kostenfrei runterladen. Also, Farbe rein droppen. Und dann machen wir uns eine neue Ebene oben drüber auf. Und jetzt wählen wir uns bei Farben hier dieses schöne Rot, ein ganz tolles Rot. Und bei Pinseln die Monoline unter Kalligraphie. Die Größe stelle ich mir jetzt mal ein auf 20% und wir aktivieren uns jetzt die Zeichenhilfe, also auf den Schraubschlüssel Leinwand Zeichenhilfe hier drauf tippen, dann bearbeiten Zeichenhilfe und wählen hier die Symmetrie aus, weil wir jetzt anfangen, ich sag mal, ja, dieses Krepppapier zu malen, was um diesen Cupcake drumherum ist. Und damit wir es einfacher haben, machen wir uns das Ganze über diese symmetrische Hilfe. Ihr müsst darauf achten, dass bei der Ebene die Hilfe auch aktiviert ist. Wenn das so ist, steht hier Hilfe. Wenn das nicht der Fall ist, tippt da nochmal drauf und tippt dann hier auf Zeichenhilfe, dann habt ihr alles drin. So, bei der Leinwand, kleiner Tipp, weil mir das passiert ist, fangt jetzt nicht zu weit oben an, sonst habt ihr nachher keinen Platz mehr für das Sahnehäubchen und so weiter. Deswegen würde ich sagen, hier so im unteren Bereich, ja, da können wir loslegen. Ich mache mir das Ganze mal größer. Und zwar machen wir uns jetzt hier so eine wellenförmige Linie hin. 1, 2, 3, 4, 5. Dass es so in etwa aussieht. Das muss auch nicht perfekt abgerundet sein. Ja, das kann auch ruhig mal ein bisschen breiter sein als das, weil dieses Krepppapier ist ja im Endeffekt auch nicht perfekt. Ne? Von daher bilden wir da so ein bisschen die Realität ab. Und jetzt machen wir uns das Ganze fertig. Hier nochmal ansetzen, einfach so eine Linie, die so zur Mitte hinläuft. So. Genau, so würde ich das machen. Und hier unten verbinden wir das Ganze dann nochmal mit so einer abgerundeten Linie. Das können wir nachher noch ein bisschen ausbessern. Also ist nicht schlimm, wenn das jetzt nicht perfekt ist. Jetzt droppt ihr hier die Farbe einfach so rein. Hier haben wir schon mal unsere Grundform. Und wir fügen uns jetzt eine neue Ebene oben drüber ein, aktivieren jetzt hier auch die Zeichenhilfe, also drauf tippen, auf Zeichenassistent tippen. Und bei den Farben nehmen wir uns jetzt das bisschen dunklere Rot hier, weil wir machen uns jetzt quasi die Falten in dieses Krepppapier da rein. Und zwar machen wir das immer da, wo diese wellenförmige Linie nach oben geht. Also hier sind quasi unsere Falten so drin. Bei der Monoline muss ich jetzt mal gucken. Ich gehe mal runter auf 10%. Und wenn wir diese Linie jetzt malen, die soll natürlich gerade sein. Und die sollen quasi ja, erstmal schräg beginnen und dann so gerade werden zum Schluss. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier anfangen. Ach so, ich habe noch vergessen. Das Ganze müssen wir auch auf Clipping-Maske setzen. Also antippen, Clipping-Maske, weil wir jetzt nur hier auf diesem Bereich zeichnen wollen. Ich fange jetzt mal hier an in dieser Kante. Ja, mach das so. Genau. Dann geht es hier weiter. Mach ich mir jetzt so ein bisschen. So. Hier auch nochmal. Ja, es ist quasi fast schon gerade und diese Linie können wir jetzt einfach gerade nach unten ziehen. So, genau. Damit haben wir jetzt schon mal unsere Grundform. Zeichenhilfe brauchen wir nicht mehr, deswegen gehen wir hier auf den Schraubschlüssel, auf Zeichenhilfe, einfach das drauf tippen, dann verschwindet diese Linie hier. Und damit die hier auch verschwindet, gehen wir hier auch nochmal auf die Ebene und auf Zeichenhilfe. Ja, okay. Gut, das schattieren wir uns gleich. Wir machen uns erstmal die Grundform. Und zwar machen wir jetzt diese Schokolade, die sich in diesem Cupcake befindet. Dazu machen wir uns eine neue Ebene auf, also auf das Plus tippen. Und bei den Farben nehme ich mir jetzt hier dieses Braun.
Genau. Wir haben immer noch die Monoline, können wir auch von der Größe lassen, müssen wir nicht verändern. Ach so, jetzt müssen wir aber die Ebene nach unten ziehen, weil die Schokolade soll ja jetzt nicht über diesem Serviettenknödel, sage ich immer dazu, also über diesem Krepppapier sein, sondern dahinter. Das heißt, wir ziehen die Ebene jetzt nach unten und malen jetzt hier so eine schöne Schokolade ein. So, hier müssen wir darauf achten, dass wir die Form jetzt vollenden, weiter fortführen und droppen hier die Farbe rein. So, jetzt geht es weiter mit dem Sahnehäubchen, also neue Ebene ganz oben machen. Bei Farben nehme ich mir jetzt eine weiße Farbe. Die Monoline lasse ich auch unverändert von der Größe. Und ich male mir jetzt hier so, ich sag mal so Sahnewürste, ja, die immer so ein bisschen abgerundet sind. Erstmal so hin. So. Genau. Dann die nächste. Das läuft quasi so pyramidenförmig, also wie ein Dreieck zu. Hier habe ich jetzt nicht, ups, aufgepasst. Also mache ich das hier nochmal ein bisschen länger. Na, wir werden nach oben hin immer spitzer. Das heißt, jetzt machen wir so kleiner. So. Na. Können wir eigentlich jetzt schon das Runde machen. Das ist quasi so der Abschluss. Und jetzt hat man ja hier immer noch so die so eine Spitze, ne? Da wo also der Konditor seinen Sahnemaker abgesetzt hat. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist, dass dieses Häufchen Elend hier nicht so komplett in der Mitte ist von dem Rest. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf dieses Pfeiltool, wähle hier gleichmäßig aus und verschiebe mir das einfach noch ein bisschen nach rechts. Das können wir uns jetzt auch, wenn ich auf Freiform gehe, zum Beispiel noch ein bisschen höher machen, so. Oder halt auch nicht. Wie ihr das möchtet, ich finde es so eigentlich ganz süß. So, jetzt haben wir schon mal so die Grundform und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit der Schattierung von unserem unteren Bereich hier, weil wir damit ja auch angefangen haben. Und zwar wollen wir uns jetzt hier noch so ein bisschen Schatten hinzufügen mit einem schönen Texturpinsel. Und ich habe mir überlegt, dass das Licht von der linken Seite kommt. Das heißt, alles, was hier so im rechten Bereich ist, ist ein bisschen schattiert. Und das heißt für mich auch, dass bei diesen Falten, dass hier so ab der Mitte von so einer Welle immer schattiert ist. Ne? Und hier und hier. Und das machen wir uns jetzt, indem wir uns über diesen Falten eine neue Ebene aufmachen, die antippen und auf Clipping-Maske setzen. Bei den Farben nehme ich jetzt noch diesen dritten Rotton hier. Genau. Und bei Pinseln nehme ich mir jetzt meinen Grain-Pinsel. Den habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch kostenfrei runterladen. Den finde ich ziemlich cool. Der macht so eine schöne körnige Textur drauf. Dann, nee, wir machen den auf 100%. Und was hatte ich jetzt gesagt? Genau, von links kommt das Licht, rechts ist der Schatten. Das heißt, wir können hier ruhig schon mal ordentlich dick dunkel auftragen. So, gehen hier unten auch ein bisschen her. Ne? Jetzt bellt da hinten ein Hund, okay, macht nichts. So, ist schon mal schön ein bisschen hier so schattenmäßig was drin haben. Nach oben hin werden wir ein bisschen dünner. Das ist das Schöne an diesem Pinsel, der ist also drucksensitiv. Das heißt, wenn er nicht so fest aufdrückt, wird die Farbe etwas heller. So erstmal. Und jetzt mache ich mir den Pinsel ein bisschen kleiner. Ich versuche es mal mit 30%. Und jetzt gehe ich immer hier, ich sag mal, bei so einer Welle auf die rechte Seite, nee, auf die linke Seite. Mache hier immer ordentlich Schatten drauf. So, ne? Hier auch. Ist auch nicht schlimm, wenn das hier mal übermalt. Das war halt diesen, ich sag mal, gekrempelten Effekt hier irgendwie so ein bisschen noch weiter rausarbeiten. Das mache ich jetzt einmal. So. Ich mache den mir doch ein bisschen kleiner jetzt. Gehe mal auf 20% runter. Kann ich hier ein bisschen feiner arbeiten. Hier auch.
Ne, ich hoffe, ups, der Effekt kommt raus, dass ihr wisst, was ich meine. Und ruhig noch ein bisschen fester aufdrücken hier. Ein bisschen leichter drüber gehen. So. Na, jetzt haben wir hier so diesen schönen Krempeleffekt drin, würde ich sagen. Kann man jetzt natürlich noch beliebig weiter fortführen, aber ich bin jetzt so zufrieden. Jetzt sehe ich gerade hier unten, das ist irgendwie doof, ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal auf die Grundform. Wählen uns bei Radierer auch die Monoline aus. Das habe ich hier. Bin ich jetzt auf 3% und dann radiere ich mir das gerade eben hier so weg. So, fertig, ne? Okay, was ich jetzt cool fände, wäre, wenn wir hier oben auf diesem Gekrempelten auch noch so ein Highlight hätten, was ja so ein bisschen die Idee rüberbringt, dass ja dieses Gekrempelte ja auch eine gewisse Dicke hat. Das heißt, wir fügen uns jetzt über dem Schatten, den wir gerade gemacht haben, eine neue Ebene hinzu. Setzen die auch auf Clipping-Maske und jetzt nehmen wir einfach wieder die helle rote Farbe von am Anfang. Nehmen hier wieder die Monoline unter Kalligraphie. Bei mir heißt das Linie, weil ich mir das anders angeordnet habe, aber ich gehe mal in die Kalligraphie rein unter Monoline. Pinselgröße setze ich runter auf 5% und jetzt können wir uns hier mit der hellen Farbe noch so ein bisschen so ein Highlight drauf machen, ja? So. Das ist ganz schön fürs Auge. So. Ne? Genau, das sieht ja schon mal gut aus. Und was auch mal gut aussieht, ist, wenn wir hier noch so ein Gegenlicht haben, ne? Bei dem Schatten. Das heißt, ich gehe jetzt noch mal auf diese schattierte Ebene mit diesem Pinsel. Wähle mir den Pinsel auch noch mal aus und Doris Pinsel, mein Grain Pinsel. Und bei Farbe nehme ich mir jetzt die weiße Farbe. Ich bin jetzt hier immer noch bei, ja, sagen wir mal, bei 24%. Und jetzt gehe ich ganz vorsichtig hier am Rand entlang, sodass es hier ein Ticken heller wird, ja? Nur ein bisschen. Das nimmt man so bewusst gar nicht wahr, aber man stellt fest, oh cool, das macht das alles so ein bisschen plastischer, ne? Genau, und hier, jetzt machen wir den Pinsel ein bisschen höher, auf 50% können wir ein bisschen saftiger hergehen hier auf der rechten Seite. Mein Gott, jetzt kommt den Hubschrauber. Was ist denn los heute? Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu sehr. Ich habe hier ein Mikro an. Gut, jetzt machen wir weiter mit dem Sahnehäubchen. Fügen uns jetzt hier eine neue Ebene hinzu. Und bei Farben nehme ich mir jetzt dieses Orange hier, also das hellere Orange. Bei Pinsel nehme ich mir wieder die Monoline unter Kalligraphie. Monoline Kalligraphie. Die lassen wir hier bei, ja, 5%. Und die Ebene muss ich noch auf Clipping-Maske setzen, weil wir jetzt nur auf diesem weißen Sahnehäubchen malen wollen. Also antippen, Clipping-Maske. Machen wir uns jetzt hier so ein bisschen Schatten hin, auch in Wellenform, die zu der Form von diesem Sahnehäubchen passt. Und zwar gehen wir einfach mal hier so her. So. 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 Führen die Linie weiter fort. So, und können jetzt die Farbe reindroppen. Ne? Und was wir jetzt auch noch machen, damit das wirklich so aussieht, als hätte jemand mit der Sahne hier so, wisst ihr, was ich meine? Machen wir die Monoline jetzt einen Ticken größer, 25%. Und machen jetzt hier auch noch so eine Linie rein, ja? Ich weiß nicht, hier unten vielleicht auch noch. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. So. Und damit das nicht zu krass ist, setzen wir jetzt die Decker von dieser Ebene runter. Also gehen wir mal die Ebene hier auf das N. Ich muss mal gucken. Ich mache mal hier auf 30%. Ja?
So, jetzt tragen wir eine weitere Schicht Schatten auf, also neue Ebene oben drüber. Auch auf Clipping Mask setzen. Und bei den Farben nehmen wir uns jetzt das dunkelste Orange. Wir machen jetzt das Ganze mit dem Schatten ein bisschen weiter rechts. So. 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 Hier auch die Linie weiter fortführen. Einmal drumherum. Und die Farbe reindroppen. Und damit das jetzt auch nicht so krass ist, setzen wir da auch die Deckkraft runter. Also hier auf das N tippen. Deckkraft runtersetzen. 25%. Ja. So. Finde ich schon mal echt hübsch. Das Tüpfelchen auf dem I ist jetzt, dass wir uns hier auch so ein bisschen, wie sagen wir, Textur hinzufügen. Dazu machen wir uns wieder eine neue Ebene oben drüber auftippen auf das Plus. So, dann gehen wir auf Clipping Maske. Und bei dem Pinsel nehmt ihr euch jetzt wieder meinen tollen Grain Pinsel. Hier ist er. Die machen wir mal. Ja, nee. Gehen wir mal auf 40%. Jetzt wähle ich mir aber wieder das hellere Orange aus, ja, und gehe jetzt einmal hier so ein bisschen drüber, so ganz leicht nur, ja. Und hier hinten, wo der Schatten ist, können wir jetzt ein bisschen fester aufdrücken. So, ja. Und was wir jetzt auch machen, damit dieser Sahne-Effekt hier besser durchkommt, dass wir hier nochmal mit diesem Pinsel drüber gehen, da setze ich mir den aber ein bisschen runter auf über 22% und dann gehen wir einmal hier so her. Hier vorne so rum, hier unten dann auch nochmal her. Wird das alles ein bisschen plastischer. So. Schnäuz, da hat sich jemand die Nase geputzt. So. Mhm. Ja, das ist doch hübsch. So. Gut. Dasselbe machen wir jetzt mit der dunkelorangeren Farbe. Also wählt die nochmal aus hier. Und jetzt gehen wir hier auch noch ein bisschen drüber. So, ne, hier hinten können wir das auch weitermachen. Ganz leicht aufdrücken. Nicht zu fest. Ups. Das durch diese Folie kann man das manchmal nicht so hin und her zoomen. So, ne? Und hier hinten, wo der Schatten ist, da können wir jetzt wirklich auch nochmal ein bisschen fester aufdrücken. So, ne? Das ist mir so eine schöne Textur drauf haben, es kann ja alles Mögliche sein, ja. Vielleicht ist es irgendwie ein Kakaopulver oder von dem Sirup, der da vielleicht auch drauf ist, da ist das irgendwas. Man weiß es nicht. Kann man es ein bisschen austoben. Und hier unten, das Ganze mache ich jetzt auch ein bisschen dunkler, weil er hier wahrscheinlich auch Schatten ist. So, kann man hier richtig schön drüber gehen. Auch hier kann man sich stundenlang mit aufhalten, wenn man das möchte. Aber ich finde, das sieht sehr hübsch aus. So, da sieht man es vielleicht besser. So, was wir noch nicht schattiert haben, ist hier diese Schokolade. Da wird aber auch ein Schatten sein, ne, von dem Sahnehäubchen. Auch wenn man den nicht so wahrnimmt, weil das ja eh schon sehr dunkel ist. Aber den machen wir uns trotzdem noch hinzu, der Vollständigkeit halber. Und zwar tippen wir hier auf die Schokolade drauf, auf das Plus, neue Ebene. Die setzen wir auch auf Clipping-Maske. Und ich habe euch hier auch ein sehr dunkles Schokoladenbraun eingefügt. Könnt ihr drauf tippen. Bei Pinseln sind wir immer noch bei dem Grain-Pinsel. Das lasse ich jetzt auch hier unverändert. Und jetzt füge ich hier auch noch ein bisschen Schatten hinzu. Das sieht man leicht. Nicht zu doll, weil es ist ja eh schon sehr dunkel. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt auch wie ihr das jetzt sehen könnt im Video, aber dass ihr hier unten auch ein bisschen dunkler macht noch. So, und hier hinten auch kann man ganz doll rüber gehen. Hier vielleicht auch noch, ja. So, einfach mal ein bisschen drumherum, dass es fürs Auge irgendwie eine Abwechslung ist. Okay, jetzt machen wir uns Streusel oben drauf. Da hätte ich jetzt Lust drauf, ich will Streusel. Also machen wir uns jetzt eine neue Ebene ganz oben drüber auf.
Und ich hatte ja schon mal in einem meiner Videos gesagt, es sieht immer sehr gut aus, wenn die Farben harmonisch sind. Ne? Das heißt, für die Streusel nehmen wir uns jetzt dieselbe Farbe wie die Hintergrundfarbe, also dieses Türkis hier. Und bei Pinseln nehme ich mir wieder unter Unsche Kalligraphie die Monoline. Setzen wir mal auf 30%, mal gucken, wie das aussieht. Machen uns jetzt hier so Streusel drauf. Ja. Kann ja auch unterschiedlich groß sein. So. Da und hier. Schöne fette Streusel. Und es ist ja so, dass dieser Bereich im Schatten ist. Das heißt, die Streusel wären da ja auch dunkler. Und um diesen Effekt zu erzielen, machen wir uns jetzt für die Schattenstreusel sozusagen eine neue Ebene auf über diesem Sahnehäubchen hier. Na, wir machen das, naja, wir machen es über der glatten Schattierung, also unter diesem Grain-Pinsel schattieren. Plus, und dann machen wir uns jetzt hier, ich sag mal, die schattierten Streusel hin. So, ne? Genau, und dasselbe machen wir uns jetzt auch mit der roten Farbe, weil wir wollen auch rote Streusel drin haben. Dann nehmen wir wieder die rote Farbe hier unten von diesem Ding, ja, von diesem Krepppapier-Ding. Also antippen. Und wir sind ja noch auf der Schattenseite, also nur rechts jetzt hier die Streusel aufmalen. So, hier oben vielleicht auch noch einen. Und auf der Sonnenseite des Lebens, dort tippen wir jetzt auch mal drauf. Wieder ganz oben, wo diese blauen sind, da machen wir jetzt die roten auch noch hin. So, okay, finde ich prima. So, und auf die Streusel, die jetzt hier links auf der Sonnenseite des Lebens sind, machen wir uns jetzt auch noch so ein paar Highlights hin. Also das heißt einfach weiße Striche auf die Streusel drauf. Dazu einfach neue Ebene oben drüber. Weiße Farbe auswählen. Ich bin immer noch bei der Monoline. Ich mache die aber ein bisschen kleiner. Gehen wir mal hier runter auf 7%. Jetzt machen wir uns hier einfach so, ach ups, so Striche drauf. Hier und da, ja. Oder hier auch nochmal einen Punkt. So, ja. Hier hinten vielleicht, da. Wisst ihr, warum das hier so laut ist mit der Waschmaschine? Weil ich die Tür auf habe zum Raum, wo meine Wäsche gerade gemacht wird. Ich hoffe wirklich, dass euch das, dass ihr das nicht hört. So. Genau, damit es nicht zu krass ist mit den Highlights, setzen wir da die Deckkraft runter. So, gehen hier auf die Ebene mit den Highlights auf das N und setzen die Deckkraft runter. So auf 30%. Ne? Im Schatten lasse ich die Highlights jetzt mal weg, weil da wahrscheinlich keine sein werden, weil es ja im Schatten ist. Und was wir jetzt noch machen können, damit das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr plastisch aussieht, dass wir uns hier auch noch ein bisschen Schatten hinzufügen. Ich sehe gerade, hier habe ich das Highlight vergessen, das machen wir noch drauf. Ne, also das Licht kommt von hier, das heißt, hier ist wahrscheinlich Schatten durch die Streusel. Wenn wir das akkurat machen wollen, müssten wir die eigentlich auch noch hinzufügen. Das machen wir uns jetzt erstmal mit dieser Sonnenseite des Lebens. Zwar haben wir hier die Ebene mit den Streuseln, nicht mit den Highlights, sondern mit den Streuseln. Swipe mal links, duplizieren die. Gehen auf die untere Ebene mit den Streuseln, die wir dupliziert haben, dann auf den Zauberstab, auf Farb- und Sättigung, Helligkeit auf die Ebene und setzen hier unten die Helligkeit nach unten, weil jetzt werden die nämlich schwarz. Ne? Hier sieht man es vielleicht ein bisschen, die sind jetzt schwarz. Das verschieben wir uns jetzt, also tippen wir auf dieses Pfeiltool und schieben uns das Ganze so ein bisschen nach rechts. Ja. Ich habe jetzt hier noch Einrasten ausgewählt, das mache ich mal weg, damit ich das besser bewegen kann. Nur so ein Ticken, ich sag mal so ein Ticken nach unten rechts, ja? Und ihr seht jetzt schon hier den Schatten, ne? So, das ist mir jetzt ein bisschen zu krass, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal auf die Ebene mit dem Schatten, auf das N, setze die Deckkraft runter auf 40%. Das finde ich ganz gut, ne?
Sieht direkt besser aus, ja. Dasselbe machen wir natürlich jetzt mit den Streuseln, die auf der Schattenebene sind. Das war diese hier, die müssen wir jetzt nach links swipen, duplizieren. Dann wieder die duplizierte Ebene antippen auf den Zauberstab, Farbansättigung, Helligkeit auf die Ebene. Helligkeitsregler ganz nach unten setzen. Auf den Pfeil. Und jetzt schieben wir das auch ein bisschen nach unten rechts. So, ja. Und die Deckkraft setzen wir jetzt hier auch runter auf, machen wir mal, auf 59%, 59,60. So. Was wir uns jetzt aber noch hinzufügen, ist ein Schatten, weil so sieht das irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwas fehlt da. Ne? Also gehen wir in die Ebenen, tippen jetzt hier erstmal auf dieses Türkise, auf Plus, neue Ebene. Dann wählen wir uns jetzt hier eine schwarze Farbe aus, die habe ich jetzt nicht in der Farbpalette, aber könnt ihr ja selber schwarz setzen. Dann gehe ich wieder auf die Monoline und mache mir jetzt hier so eine Ellipse. So. Genau, einfach die Farbe reindroppen. Ach nee, doch. Ja, genau. Auf den Pfeil, dann ziehen wir uns das Ganze ein bisschen nach oben. So. Ja. Hier links, dass das übersteht, machen wir uns weg. Ich meine, theoretisch ist wahrscheinlich der Schatten eher ein bisschen anders, weil wir noch dieses Sahnehäubchen haben. Das ist ein sehr komplexes Thema mit den Schatten. Dazu mache ich bestimmt noch mal ein Video, aber der Einfachheit halber lassen wir das jetzt so. Und ich finde, das sieht doch gut aus, oder? Was meint ihr? Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ja, ich würde am liebsten direkt reinbeißen. Lasst mir doch bitte ein ehrliches Feedback in den Kommentaren da. Ein Abo wäre nett und aktiviert auch unbedingt die Glocke, damit ihr über meine Videos informiert werdet. Und kommt unbedingt in meine Facebook-Gruppe, Leute. Da gibt es Tipps und Tricks zu Procreate. Und teilt euren leckeren Cupcake mit mir auf Instagram. Ich gucke mir immer sehr gerne eure Werke an. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dann. Ciao, ciao.